Caro, dein letzter Kampf war am Freitag. Wie ist jetzt der Eindruck von diesem Kampf? Ja, das war für mich eine erste Erfahrung. Eine Stunde vor meinem Boxkampf hat mein Gegner abgesagt. Aus welchen Gründen wusste ich auch nicht. Und ich musste einen Ersatzgegner boxen. Und wie gesagt, ich habe viel riskiert, weil ich kannte nicht, wie er boxt, was auf mich zukommt. Das war für mich ein Riesenrisiko. Ja, aber Gott sei Dank, ich habe die Aufgabe sehr gut gemacht und ich habe meinen Gegner in der vierten Runde, also sozusagen technische K.O. gemacht. Du boxest für einen neuen Verein. Wie bist du da aufgenommen worden? Ja, genau. Ich boxe für HC Boxing Promotion in Hamburg bei Errol Seeland. Er promotet mich. Mein Manager ist Adnan, kommt aus Berlin, guter Freund von mir. Wir werden zusammen gute Veranstaltungen und tolle Kämpfe veranstalten. Und wann planst du den nächsten Kampf? Der nächste Kampf ist geplant im Februar, Anfang März. Wahrscheinlich in Berlin. Es gibt, bin ich mir sicher, um Titelkampf. Du hast jetzt in den letzten Jahren praktisch sehr wenig Kämpfe gemacht. Sehr lange Pausen. Willst du jetzt öfter boxen? Natürlich. Es ist geplant, im Jahr mindestens 3 bis 4 Kämpfe zu machen. Bei Sauerland leider habe ich in 2 Jahren 2 Kämpfe gemacht. Ich weiß nicht aus welchen Gründen. Angeblich, sie könnten mir keine Börse zahlen. Ich bin zu teurer Boxer. Aber jetzt ist die Zeit vorbei. Jetzt machen wir selber. Ich hoffe, dass wir 3 bis 4 Kämpfe veranstalten und unsere Fans und die Boxfans was bieten können.